Leo Axt wird mit uns darüber über die Verbannung von oder das Verbot von Atomwaffen reden. Mit der Friedensnobelpreisträgerin unterwegs zum Atomwaffenverbot. Das steht hier auf Deutsch, aber ich werde euch etwas über Yes We Ban erzählen. Die ICAN, die Organisation, hat 2017 den Friedensnobelpreis gewonnen, arbeitet auf ein Verbot von Atomwaffen hin. Atomwaffen sind jetzt wieder in den Zeitungen, in den Nachrichten, aber das ist eigentlich eine gute Sache, weil wir vergessen hatten, wie schlimm und wie gefährlich diese Waffen eigentlich sind. Sei es durch Misskommunikation, aber oder auch einfach nur dadurch, wie sie designt sind. Genau, jetzt reden wir über ein Atomwaffenverbot und warum das der erste Schritt ist, um sie zu verbieten. Leo Axt ist der Vertreter von ICAN, der internationalen Kampagne für ein Atomwaffenverbot, die 2017 den Friedensnobelpreis gewonnen hat. Er hat bis 2013 in Deutschland zu dem Thema gearbeitet und seit 2015 arbeitet er auch für Transparency International in Brüssel, nachdem er einige Jahre für die Europäische Kommission gearbeitet hat. Also ja, hier, Leo, bitte eine Runde Applaus für ihn. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung und natürlich für die Einladung zu Fusion hier, zum zweiten Mal tatsächlich. Wir waren 2015 hier, Fusion dachte immer, ICAN sei großartig, auch schon bevor wir einen Friedensnobelpreis bekommen hatten. Und deshalb ist es echt toll, wieder hier zu sein und über die letzten Jahre zu reden und diese verrückte Geschichte, die wir hinter uns haben. Also es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es ein ziemlich verrücktes Jahr war. Und ein bisschen komisches Gefühl. Die Welt scheint momentan ein bisschen schwere Zeit zu haben. 2017 wurde dieser Typ da zum Präsidenten der USA gewählt. Und es fühlt sich an, als wären wir in einer ganz anderen Realität plötzlich, wo wir sagen, hey, für uns geht alles super. Wir haben den Friedensnobelpreis bekommen. Das ist eine ziemlich lebensverändernde Erfahrung. Aber ja, gleichzeitig, ja. Also wir hatten wirklich eine großartige Zeit mit ICAN. Eine Anzahl von Dingen hat zu diesem Nobelpreis hingeführt, vornehmlich die Ratifizierung 2017 eines neuen Vertrages, die Nuklearwaffen international illegal macht. Wie viele Leute haben davon gehört? Okay, ich habe 5 oder 6 Hände gesehen. Ja, jedenfalls, der Vertrag ist noch nicht als internationales Recht umgesetzt, er gilt noch nicht. Wir hatten aber trotzdem Grund zu feiern letztes Jahr. Und natürlich haben wir an diesem Vertrag mehrere Jahre gearbeitet, einen neuen Vertrag in ein internationales Recht zu gießen und 130 Länder zu bringen, dass sie irgendwas befürworten. Das dauert eine Weile, das zu machen. Und deshalb möchte ich heute darüber reden, ein bisschen über die persönliche Geschichte auch, wie wir da reingestolpert sind, dieses ganze ICAN-Geschäft und wie man eine NGO in eurem Wohnzimmer gründen könnt, junge, motivierte Leute aus der ganzen Welt treffen kann, die sich irgendwie bei langweiligen Konferenzen der UN treffen, in Anzügen und Krawatten, in Konferenzräumen New York und Genf rumhängen und Diplomaten treffen und versuchen, sie zu überzeugen, dass das genau der Moment ist, der richtige Moment ist, um endlich Atomwaffen zu verbieten und man nicht länger warten sollte. Also eine ziemlich lustige Geschichte fand ich auch, wie das Ganze ausgegangen ist und wie die meisten Länder der Welt am Ende überzeugt waren, dass Nuklearwaffen schon illegal sind und nicht akzeptiert werden können. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, vor einer Weile schon, nur so als Hintergrund. Aber ich schätze mal, dass niemand ICAN wirklich kennt. Das sind wir, ein riesiges Netzwerk von NGOs. Und es ist ziemlich schwierig, NGOs global zu finden, wie wir als Gesellschaft auch es schaffen können, über die ganze Welt verteilt, auch wenn man vielleicht keine Mittel hat, um Büros überall zu haben, trotzdem weltweit aktiv zu sein. Wir haben also 468 Partnerorganisationen in 101 Ländern. Wir können nicht sagen, dass sie alle die gleichen Ressourcen haben, aber wir haben sehr viele Freiwillige, die sich sehr anstrengen. Und wir haben ein kleines Büro in Genf mit 4 Angestellten.
In Deutschland hatten wir 2013 noch nicht so viel. Wir haben all diese ICAN-Leute in Konferenzen getroffen, hatten gerade unser Studium abgeschlossen und sie haben uns quasi angeboten, dass wir ICAN in Deutschland starten können als quasi nationale Unterorganisation, als deutsches Büro. Ja, und das ist die Geschichte. Jacob, mein Mitbewohner und ich sind gerade nach Berlin zurückgezogen aus Dresden und wir haben ein halbes Jahr getrennt verbracht und das hat dazu geführt, dass wir ICAN in Deutschland gestartet haben, denn ich war ein halbes Jahr in New York gewesen und die Republik von Nauru ist der kleinste UN-Mitgliedsstaat. Sie haben 9000 Einwohner, sind irgendwo im Pazifik. Also sie haben nicht viele Diplomaten und sie brauchten Hilfe, weil sie jetzt mehr Verantwortlichkeiten auch für andere Inselstaaten angenommen hatten. Und so wurde ich dann deren Attaché für ein halbes Jahr. Das war eine interessante Erfahrung. Natürlich ging es da auch viel um Nuklearwaffen. Wir waren in New York in diesen Verhandlungen. Und mein Mitbewohner war in Hiroshima mit ICAN und dann in Oslo. Und sie haben ihn durch die Gegend geschickt, haben ein bisschen die Strukturen von ICAN international gezeigt. Und so haben wir uns 2013 wieder getroffen in unserer WG in Berlin. Und es schien einfach der logische Schritt zu sein, der ganz natürliche Schritt, dass wir in diesem Moment die entscheidende Aktion, nachdem jahrzehntelange Blockadehaltung aufgelöst wurde, dass es endlich weitergeht mit der nuklearen Abrüstung, nachdem Staaten irgendwelche Versprechungen gemacht haben, die aber nie umgesetzt haben und so weiter und so fort. Da schien es wirklich der richtige Moment zu sein, um einen Durchbruch zu haben, Nuklearwaffen wirklich als illegal zu erklären, egal wer sie besitzt. Und somit die Mehrheit der Staaten, die keine Nuklearwaffen hat, zu ermöglichen, dass auch ihre Stimmen gehört haben. Also es ist nicht nur die Großen am Tisch, die neuen offiziellen Nuklearstaaten, die es unter sich ausmachen. Es ist so ein bisschen wie darauf zu warten, dass die Raucher anfangen, ein Rauchverbot durchzusetzen. Also ja, die anderen Länder müssen auch ihren Einfluss wahrnehmbar machen und dass auch diese kleine Anzahl der offiziellen Nuklearstaaten diesen Druck hören und auch fühlen und sich deshalb darauf einlassen, diesen gefährlichen Zustand zu beenden. Okay, wir brauchten also einen Akteur im deutschen politischen System, der wirklich den Weg freikämpfen würde und dieses Konzept auch ordentlich bewerben und vertreten würde, Nuklearwaffen zu verbieten. Man kann es nicht alles selber machen, man braucht immer Leute, die auch wirklich genug Antrieb haben, die Schmutzarbeit zu machen, die sich auch durchsetzen, wenn sie nicht willkommen geheißen, wenn Leute sich nicht ernst nehmen. Und so braucht man jemanden, der wirklich die Idee stark vertritt, der überzeugt ist, dass es jetzt der Moment ist, einen neuen Vertrag zu ratifizieren. Es ist immer schwierig, neue Verträge aufzustellen. Es gibt tausende Ideen dafür. Man muss aber die internationale Gemeinschaft dazu bringen, das zu unterstützen. In Deutschland gab es viele NGOs, die sich schon mit nuklearer Abrüstung beschäftigt haben. Aber das alte Konzept war, zu versuchen, die Nuklearstaaten zusammensetzen zu lassen und sie untereinander verhandeln zu lassen, welche Art von Konvention für alle Staaten der Welt gelten sollen. Das bedeutet aber auch, dass man warten muss, bis sich alle Nuklearstaaten zusammensetzen. Und das passierte für viele Jahrzehnte nicht. Es war uns also relativ klar, dass als unerfahrene junge Leute direkt nach der Universität das ein neues Konzept bedürfe. Und das machte für uns Sinn, dass wir einfach weitermachen und loslegen ohne die Nuklearstaaten, dass wir die Regeln des Spiels verändert, dass wir sicherstellen, dass allen bewusst ist, Nuklearwaffen verboten sind und nicht akzeptabel. Und ja, so haben wir diese Kampagne zur nuklearen Abrüstung wieder in Gang gebracht, nach einer langen Durchstrecke. Was innerhalb von 4 Jahren passiert ist, dass sich die internationale Gemeinschaft wirklich zusammengesetzt hat und zugestimmt hat, dass nach einem Monat der Diskussion einen neuen Vertrag akzeptiert hat, die Nuklearwaffen illegal macht. Also am 7. Juli 2017, ziemlich historisches Datum. Und dann nächstes Jahr das erste Jubiläum. Also ein massiver Durchbruch. Als ich auf dem Weg hierher war, habe ich gehört, dass der letzte Talk beim G20 war. Also am letzten Diskussionstag hatte ich auch G20 in Hamburg. Und es war für uns dann wirklich schwierig, durch die Medien durchzukommen, weil niemand mit uns reden wollte.
Alle waren mit dem G20 beschäftigt. Niemand hatte irgendwie die Kapazität zu sagen, hey, wir haben jetzt gerade ein neues Abkommen über Nuklearwaffen geschafft. 122 Nationen hatten zugestimmt, dass die schrecklichsten Waffen der Menschheitsgeschichte endlich illegal gemacht werden müssen. Aber in den Medien gab es nur G20. Aber es war trotzdem signifikant. Natürlich, auf die lange Sicht war es wirklich schwierig, diesen Nebel und das Interesse der Medien zu durchschreiten. Aber langfristig hat es natürlich einen riesigen Impact auf alles. Eine der Sachen, die es für uns wirklich leichter gemacht hatten, diese Rolle zu spielen und diesen Vertrag zu bewerben und die Staaten auch mitzunehmen, die Politiker, die keine Ahnung davon hatten, zu informieren und sie dazu zu bringen, dass sie sich auch wirklich Gedanken darüber machen, war tatsächlich sehr hilfreich, den Nobelfriedenspreis zu bekommen. Das hat uns wahrscheinlich 10 Jahre weitergebracht. Denn ja, so schauen Leute wirklich, wie sie den Prozess auch vorantreiben können. An dieser Stelle sollte ich wahrscheinlich erwähnen, warum wir so viel Druck ausüben müssen. Wir sind gerade in Deutschland und Deutschland behauptet von sich, die Vorreiter der nuklearen Abrüstung zu sein. Sie möchten eine Welt ohne Atomwaffen, sie tun alles, was in ihrer Macht steht, um diese Ziele vorzutreiben. Und das ist ziemlich lächerlich, denn Deutschland hat diese Verhandlungen über den UN-Vertrag zum Verbot der Nuklearwaffen boykottiert. Sie sagen immer noch, es ist eine dumme Idee, sollte es nicht unterschreiben. Sie lenken ab. Und es gab super viele unzusammenhängende und auch unlogische Entschuldigungen und Ausflüchte, warum Deutschland nicht teilnehmen kann oder sollte. Und das ist dann der Plot-Twist hier, dass die meisten europäischen Länder und besonders Deutschland kämpfen wirklich mit Klauen und Zähnen gegen den Verbot von Nuklearwaffen. Ich glaube, die meisten Menschen würden das überraschend finden, zumindest die Politiker, mit denen ich redete, und die Journalisten, mit denen ich redete. Die fanden es wirklich schwer zu verstehen, dass ihr Land, Deutschland, wirklich eines dieser Kräfte ist, die Nuklearwaffen weltweit beschützt und gegen die Abrüstung agiert. Also das war ein bisschen eine bittere Pille für sie. Aber das ist auch genau der Punkt, wo der Vertrag jetzt ins Spiel kommt. Wir haben mit den Deutschen geredet, die haben gesagt, hey, wenn ihr das nicht unterstützt, dann macht es keinen Sinn, es wird nur symbolisch, es wird keine richtigen Auswirkungen haben. Aber natürlich, wenn irgendwie Trump und Nordkorea sich gegenseitig bedrohen oder damit drohen, Millionen von Zivilisten zu töten, macht es natürlich Sinn, dass wir vielleicht diese Leute noch mal erinnern sollten, dass sie ihren Status nicht damit erhöhen können, dass sie Millionen Leute umbringen wollen, sondern dass der Rest der Welt das wirklich komplett widerwärtig und unakzeptables Verhalten findet. Und dass Nuklearwaffen einfach komplett illegitim sind und man soll nicht stolz darauf sein sollte, sondern sich dafür schämen sollte. Es ist also relativ wichtig, diese Symbolismusverschiebung zu haben. Nuklearwaffen werden oft gesagt, ja, die werden ja nicht täglich eingesetzt, sie sind nur politisches Symbol. Und das macht Sinn insofern, als dass wir dieses Symbol angreifen müssen. Wir tun das, indem wir sie verbieten, indem wir sie illegitimisieren. Und das ist auch genau, wie wir sie von diesem Podest runterbringen, dass sie irgendwie Legitimität und Macht im internationalen Staatensystem legitimieren, herstellen. Und wir haben natürlich auch gesehen, Trump hat Kim getroffen. Für Kim war das eine schöne Gelegenheit zu sagen, hey, wir sind wieder in der Weltgemeinschaft angekommen. Wir sind wieder im Club der coolen Nationen angekommen, die mit Nuklearwaffen und so weiter. Ich schätze, es ist besser, wenn sie sich treffen und reden, als wenn sie sich über Twitter bedrohen, das andere Land zu vernichten. Also das ist schon etwas, aber man kann es, glaube ich, noch besser machen. Also der wichtigste Effekt des Verbotsvertrags ist vermutlich, dass es im Endeffekt diese Unklarheit beendet, wo Staaten wie Deutschland, aber besonders die ganzen NATO-Staaten behaupten können, dass sie sich gegen nukleare Entwaffnung einsetzen, während sie in Wahrheit eigentlich wirklich alles tun, was sie können, um den gesamten Prozess zu verlangsamen und zurückzuhalten. Und das macht es wirklich absolut offensichtlich, dass Deutschland diesen Vertrag boykottiert. Also auch JournalistInnen, die sich mit dem Thema nicht jeden Tag beschäftigen, finden dann plötzlich heraus, oh Gott, also sie haben wirklich uns angelogen. Sie sind eben nicht mal bereit, diesen eigentlich symbolischen Vertrag zu unterzeichnen. Also es ist sehr offensichtlich, dass wir hier viel Druck ausüben müssen auf diese Staaten. Hier haben wir eine Karte von Europa. Da sieht man einige Staaten, die den Vertrag unterstützen. Das ist ganz witzig. In Europa gibt es einen ziemlich klaren Split. Es gibt Enthaltungen dagegen und dafür.
Und das ist wirklich überall. Also das gibt im ganzen Kontinent, das ist unterschiedlich. Also das ist aber der Sinn mit so einem Vertrag. Also wenn man nicht alle dazu bringen kann, das zu unterschreiben, dann beginnt man mit den Leuten, die man hat, und dann versucht man das von da einfach weiterzutreiben. Und es ist eben, also offensichtlich, diese Waffen illegal zu machen, wird nicht dafür sorgen, dass diese Waffen plötzlich verschwinden. Aber es hilft, dieses klare Ziel irgendwie im Kopf zu haben und vor Augen zu haben und sich generell einig zu sein, dass diese Waffen illegal und inakzeptabel sind und dass wir sie abschaffen müssen. Und das ist, glaube ich, auch auf dem nationalen Level sehr klar. Also ja, Mord ist illegal, das bedeutet nicht, dass es keinen Mord mehr gibt, aber es passiert einfach deutlich seltener, weil wir uns einig sind und klar sagen, dass wir sagen, Mord ist nicht okay. Und ich denke, wir müssen die gleiche Sache auch auf dem internationalen Level, auf der internationalen Ebene tun, wo alle sich einig sind und quasi klar sagen, dass Nuklearwaffen illegal sollten, weil sie sehr gefährlich sind. Also der erste Schritt war natürlich, alle Staaten dazu zu bringen, uns zu unterstützen, die selber keine Nuklearwaffen haben. Weil das sind oft Staaten im globalen Süden. Sie haben wenige DiplomatInnen bei diesen ganzen Konferenzen. Sie folgen nicht immer unbedingt allen Themen. Zum Beispiel die Öffentlichkeit von Nauru, von diesem Inselstaat. Das war das erste Mal, dass sie irgendwie mit Entwaffnungspolitik gearbeitet haben. Also das hatte sich vorher niemand mit beschäftigt. Also wie findet man diese ganzen Staaten? Wie bringt man sie dazu, sich zusammenzutun? Und wie schafft man es, sie dazu zu überzeugen, dass sie den wenigen Nuklearstaaten quasi sagen sollen, dass das etwas ist, was sie nicht tolerieren? Und naja, also wir mussten diese Staaten wirklich einen nach dem anderen bestärken und empowern und haben quasi so ein bisschen auch die schmutzige Arbeit für sie gemacht. Aber also wir haben wirklich von Tür zu Tür gegangen, haben einen Staat nach dem anderen zu überzeugen. Und auf die Art und Weise haben wir im Endeffekt wirklich 130 Staaten, das ist der Großteil der Welt, auf unsere Seite gekriegt. Aber natürlich die großen reichen Staaten, also die westliche Welt, das sind die, die wir nicht gekriegt haben. Also die Nuklearstaaten und niemanden von NATO oder Australien, Südkorea oder Japan. Das sind wirklich die reichsten Länder der Welt. Und die sind wirklich die, die sich diesem Verbot wirklich entgegensetzen, weil sie sich auf die Unterstützung und den Schutz durch die USA verlassen, weil die USA ihnen quasi versprochen haben, dass sie ihre eigenen Nuklearwaffen benutzen, um diese Staaten zu verteidigen. Und deswegen können sie natürlich nicht plötzlich sagen, nicht plötzlich Nuklearwaffen delegitimieren, indem sie diesen Vertrag unterschreiben. Denn genau, weil sie eben noch diese Unterstützung brauchen. Und genau, sie sagen eben nicht Leuten, den USA, ihr müsst nicht die Menschen beenden, nur weil wir attackiert wurden. Aber genau, wir müssen quasi diese ganzen NATO-Staaten auf unsere Seite kriegen. Das ist der nächste Schritt, die bisher eben nicht hinter diesem Verbot stehen. Wir müssen sie dazu bringen, diesen Vertrag auch zu unterschreiben. Und sie werden in einer deutlich besseren Position sein, Druck auf die USA auszuüben. Also Frankreich, Großbritannien und genau. Und der Punkt bei der ganzen Sache ist, wir sind uns einig, was das Langzeitziel so angeht, aber es gibt so ein bisschen Uneinigkeit, wenn es darum geht, wie das konkret implementiert werden soll. Und dieser Vertrag letztes Jahr war eben wirklich der Durchbruch. Und prinzipiell erlaubt er uns eben auch, deutlich mehr Druck auszuüben mit Bezug auf einige eigentlich offensichtliche Maßnahmen, die implementiert werden sollten. Also von denen wissen wir seit irgendwie Jahrzehnten, aber die wurden einfach nicht implementiert. Also zum Beispiel, dass die Russen und die US-Amerikaner, die können jeweils 1.500 Nuklearwaffen innerhalb von 15 Minuten abfeuern. Also allein diese Waffen so ein bisschen zu entschärfen und dafür zu sorgen, dass sie nicht mit einem einzigen Knopf abgefeuert werden können, das würde auch für deutlich sofort diese Gefahr deutlich verringern, die existiert. Wir hatten Tausende von Unfällen, wenn es darum geht, Nuklearwaffen zu verschiffen. Die UN selber haben Hunderte von Nuklearwaffen einfach im Meer vergessen. Also an wirklich 365 Tagen des Jahres gab es so Flugzeuge, die um die Sowjetunion rumgeflogen sind, und es gab andere Flugzeuge, die um Alaska herumgeflogen sind, damit sie den Gegner sofort attackieren können, dass sie sofort den Gegner irgendwie attackieren können, dass sie halt quasi zwei Flugzeuge haben, die da 24/7 die ganze Zeit rumfliegen und die ganze Zeit mit diesen Waffen bewaffnet sind, und die innerhalb von Sekunden im Endeffekt die Menschen komplett beenden könnten. Und also wenn man wirklich diese Flugzeuge in der Luft hat, an 350 Tagen pro Jahr, dann natürlich einige von denen stürzen ab, und dadurch haben sie unheimlich viel von diesen Waffen auch verloren. Und dann gibt es noch andere Sachen, die passiert sind, also das sind wirklich demotivierte SoldatInnen. Also es gibt 15.000 Nuklearwaffen in der Welt momentan, also 15.000, die müssen
gesäubert werden, die müssen transportiert werden. Die SoldatInnen, die das machen, die wissen, dass es keine Karriere in Nuklearwaffen gibt. Also sie werden niemals wirklich benutzt werden. Sie scheitern wirklich an vielen von diesen Tests, die es gibt. Es gibt irgendwelche Leaks. Diese SoldatInnen, die sich um diese Waffen kümmern, da gibt es zum Beispiel viel Missbrauch von PartnerInnen, weil da einfach, die stecken einfach im Endeffekt fest in diesen U-Booten und können irgendwo hin oder in so einem Silo irgendwo in der Mitte von nichts und sind einfach nur weit draußen. Und sie müssen nur quasi herausfinden, dass ihr einziger Job ist, an irgendeinem Punkt vielleicht diese Waffen abzuschicken, die im Endeffekt die Menschheit vernichten würden. Also es gibt einfach viele Unfälle die ganze Zeit. Leute folgen den Protokollen einfach nicht. Und es gab auch schon in den 70ern und 80ern immer wieder Probleme, weil man einfach diese ganzen uralten Waffensysteme hat. Und wenn man 15.000 von denen rumliegen hat, das ist einfach sehr chaotisch. Und natürlich wird es viele Unfälle geben. Und die einzigen Zahlen, die wir wirklich wissen, sind von den USA und Großbritannien. Wir gehen davon aus, dass es in Pakistan, in Russland, in China, dass es da vermutlich auch einige Unfälle mit Nuklearwaffen gibt, aber über die hören wir halt einfach nicht, von denen wissen wir einfach nicht. Also es ist relativ offensichtlich für uns, dass solange es diese Nuklearwaffen gibt, dann werden die irgendwann auf jeden Fall benutzt werden, sei es durch Misskalkulation, durch Design oder einfach als Unfall. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas passieren wird, nicht null ist, dann wird in einer unendlichen Zeit irgendwann wird irgendwas passieren. Also es ist wirklich einfach unglaublich unsicher, diese ganzen Waffen die ganze Zeit zu haben. Und zusätzlich, wenn es darum geht, quasi die Gegner abzuschrecken, das ist ja das, was Leute sagen, und wenn die Leute Abschreckung funktionieren muss, dann muss es halt wirklich glaubwürdig sein. Also du musst wirken, als ob du wirklich jederzeit den Finger über diesem Knopf hast und wirklich diese Waffe abschicken könntest. Weil sonst ist diese Abschreckungswirkung hast du dann halt nicht. Und das ist total verrückt, das ist total absurd. Wenn man eben 100 Nuklearwaffen hat und die abschicken würde, dann würde man sofort so viel Smog und so viel Rauch kreieren, der zu dem Tod von unheimlich, dass Millionen von Leuten wirklich einfach sterben würden aus Hunger, weil das Sonnenlicht verdeckt werden würde und das hätte wirklich globale Konsequenzen für gerade besonders für die ärmsten Staaten der Welt. Die sind diejenigen, die am stärksten davon betroffen werden würden. Also das ist relativ dringend. Ich glaube, unsere Vertreter, Trump und Kim Jong-un, waren ganz gut darin, wenn es darum geht, dass nukleare Entwaffnung etwas ist, was wirklich sehr wichtig ist, dass es die Nuklearwaffen noch gibt, dass wir immer noch diesen Risiken unterliegen, dass diese Risiken für uns gibt, jeden Tag diese Gefahr. Und ja, jetzt geht es darum, dass wir wirklich sicher gehen müssen und dafür sorgen müssen, dass die europäischen Staaten ihre Stimme finden. Sie haben gerade so ein bisschen, sind gerade so ein bisschen bloßgestellt worden mit dem Iran-Deal, wo Trump den einfach beendet hat. Das heißt, es könnte sein, dass wir dort demnächst eine neue nukleare Krise haben. Also es ist sehr wichtig für Europa, dass die europäischen Staaten jetzt ihre Stimme finden und auch zeigen und klar sagen, dass nukleare Entwaffnung auch aus ihrer Perspektive wichtig ist. Und natürlich müssen wir versuchen, den Iran-Deal zu beschützen, aber auch versuchen, die USA zu überzeugen, dass sie eigentlich nicht wirklich diese nukleare Abschreckung brauchen, solange sie Teil von NATO sind. Und genau, also das ist das, woran wir arbeiten. Das ist ein ziemlich schwieriger Kampf, weil NATO im Endeffekt Fake News benutzt, um uns daran zu hindern, dieses Ziel zu erreichen, wenn es darum geht, Deutschland und andere Staaten dazu zu bringen, diesen Vertrag zu unterschreiben. Im Wesentlichen sagt NATO eigentlich, dass NATO und Nuklearwaffen das Gleiche sind, die kann man nicht trennen. Und natürlich, wenn du NATO bist, musst du deine Sicherheit auf Massenvernichtungswaffen basieren. Wir stimmen dem natürlich nicht zu, aber es ist ein bisschen schwierig, wenn das Gesamte von NATO wirklich sagt, Nuklearwaffen sind Kern der Mission von NATO. Dann gibt es diese ganzen technischen Argumente. Aber wirklich letztendlich kann man natürlich total flexibel sein, auch innerhalb von NATO. Man muss NATO nicht abschaffen, obwohl das natürlich auch eine Sache ist, die vielleicht andere Leute oder viele Leute gerne sehen würden. Aber jetzt versuchen wir erstmal nur, NATO auf unsere Seite zu bringen. Und das ist wirklich eine sehr schmerzvolle Aufgabe. Und wir waren, genau, jetzt ist NATO-Treffen in Brüssel und Trump wird da sein und wir werden da sein, um diese ganzen Argumente zu machen und sie davon zu überzeugen und sie dazu zu bringen, zu verstehen, dass NATO wirklich diese Massenvernichtungswaffen nicht braucht, um sich selber sicher zu halten. Und ja, wir werden sehen, wie das läuft. Also ich glaube, ich habe schon viel zu lange geredet und vielleicht, wenn es irgendwelche Fragen vom Publikum gibt, dann können wir die ganze Sache in eine Richtung bewegen, die vielleicht mehr in eurem Interesse ist und die euch mehr interessiert.
Wie viel Zeit haben wir? 10 Minuten. Ah, nein, 20. 20 Minuten, okay. Also wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann kann ich euch das Mikro geben. Gibt es hier irgendjemanden? Vielen Dank. Ich habe mich nur gefragt, ob du sagen würdest, dass der Hauptgrund, warum Deutschland nicht Nein zu Nuklearwaffen gesagt hat, weil Deutschland auch in NATO-Mitglied ist, oder ob es eine andere Motivation gibt. Also am Anfang war da eigentlich eine andere Motivation dahinter, weil die konservative Partei Deutschland, also die CDU, wollte eigentlich in den 50ern und 60ern auch selber Nuklearwaffen haben, aber sie hatten keine Koalitionspartner, die ihnen das erlaubt haben, und dann gab es die ganze Sache mit NATO, und dann haben die Amis halt gesagt so, ja okay, wie wäre es, wenn wir quasi ein paar Nuklearwaffen in Deutschland stationieren, und dann waren sie glücklich. Und Ostdeutschland hat dann auch einige Nuklearwaffen dort stationiert. Und genau, damals hat niemand daran gedacht, dass es generell eine dumme Idee wäre, vielleicht sie hier zu haben. Aber jetzt, ich glaube, den Eindruck, den ich habe, ist, dass, um ganz ehrlich zu sein, die PolitikerInnen und DiplomatInnen, sie hätten kein Problem damit, etwas gegen Nuklearwaffen zu tun. Sie verstehen unsere Argumente. Es ist intellektuell kohärent, weil man kann schlecht sagen, wir hätten gerne Nuklearwaffen, aber dann kann man nicht dem Iran sagen, dass sie es nicht haben können. Man müsste sie eigentlich für alle verbieten. Das ist relativ offensichtlich. Und ich glaube, der gesamte politische Apparat würde da eigentlich gerne mitmachen. Und ich glaube wirklich, das größte Problem ist NATO. NATO ist eben auch basierend, also der Vertrag, der NATO gegründet hat, der kommen Nuklearwaffen eben nicht drin vor, aber das strategische Konzept von NATO erwähnt, das ist ein politisches Dokument, und der Vertrag ist nicht bindend, aber dieses strategische Konzept ist bindend, und das wird alle paar Jahre erneuert, und das sagt eben auch, dass es alle NATO-Mitgliedstaaten darauf hinarbeiten sollen, um auf eine Welt ohne Nuklearwaffen hinzuarbeiten. Das heißt, es wäre eigentlich kohärent, dann auch sich mit diesem Verbot d'accord zuzugeben und so zu positionieren. Aber das ist nicht, was NATO gerade macht. Im Wesentlichen sagen sie, dass Nuklearwaffen Teil der Allianz sind. Es gab auch ein paar Versuche von Deutschland, die Nuklearwaffen loszuwerden, die in Deutschland stationiert sind. Das ist Westerwelle, der war damals Auslandsminister, der hat wirklich sich dafür eingesetzt. Das war auch so ein bisschen sein persönliches Steckenpferd. Aber dann hat eben wirklich NATO sich klar dagegen eingesetzt. Und Hillary Clinton war damals Außenministerin in den USA. Und die hat dann wirklich diese ganze Sache komplett beendet und hat gesagt, nee, das wird nicht passieren. Und seitdem ist es so ein bisschen ein sensibles Thema. Und was wir versuchen, ist, genug Druck auszuüben auf das deutsche politische System und die PolitikerInnen, die wirklich Sachen kontrollieren, und natürlich vor allem das Außenministerium, damit sie irgendwann sagen einfach, okay, wir gehen dann jetzt zu NATO, und wir werden NATO damit konfrontieren mit dieser unangenehmen Frage, und wir müssen durch diese ganzen Fragen besprechen und diese ganzen wirklich relativ schwierigen Verhandlungen, und müssen quasi sagen, dass wir nicht Teil dieser nuklearen Planungsgruppe sein wollen. Und dass es quasi ein Opt-out von nuklearer Abschreckung gibt. Und natürlich ist es alles ein bisschen stressig und kompliziert. Leute werden nicht unbedingt kooperieren, gerade nicht unbedingt direkt am Anfang. Gerade jetzt mit Trump, der US-Präsident ist, ist das in den USA auf der politischen Ebene vermutlich relativ schwierig. Und politische Leute würden dann vermutlich Angst haben, dass sie Trump provozieren könnten, wenn sie ihm sagen, dass sie seine Nuklearwaffe nicht mehr wollen. Aber ansonsten beschützen uns gerne weiter, kein Problem. Aber genau, das ist wirklich schwierig. Man muss es irgendwie auf eine Art und Weise sagen, dass man nicht die Loyalität generell zu NATO in Frage stellt. Und gerade weil Deutschland gerade nicht zum Beispiel so viel Geld auf Verteidigung investiert, wie NATO es eigentlich gerne hätte. Das heißt, sie werden sowieso schon kritisiert dafür. Das heißt, und dann, wenn sie dann auch Nuklearwaffen delegitimisieren würden, dann, genau, sie müssen quasi wirklich den Mut aufbringen, um das zu tun. Und wir müssen genug Druck auf sie ausüben, um ihnen quasi klarzumachen, dass es einfacher ist, den Mut aufzubringen, anstatt der Bevölkerung die ganze Zeit zu sagen, dass sie es nur in Teilen boykottieren. Also sie müssen wirklich komplett boykottieren. Wir müssen es schmerzhaft machen für sie, diese offensichtliche Lüge der deutschen Bevölkerung gegenüber. Aber auch natürlich bei den PolitikerInnen und den Abgeordneten. Gerade die denken oft nicht darüber nach, und sie glauben wirklich, dass sie auf der richtigen und auf der guten Seite sind.
Haben wir noch andere Fragen für Leo? Hier ist eine. Hi, danke für den Talk. Ich nehme an, dass manche Staaten gerne zustimmen, Nuklearwaffen zu verbieten, während sie gleichzeitig Menschenrechte ziemlich stark verletzen. Und ich frage mich, ob ICAN da Allianzen hat oder mit irgendwelchen Staaten agiert. Falls ja, wie funktioniert das? Ist es nicht paradox, auf der einen Seite Frieden schaffen zu wollen, die ganze Situation, und wenn ja, dann mit Staaten zu arbeiten, die Menschenrechte nicht respektieren? Ja, okay. Ich glaube, die erste wichtige Perspektive hier ist, das sind natürlich Menschenrechte, und ich würde das auch auf internationales Humanitätsrecht, das man auch in Kriegen beachten muss, also dass man keine Zivilisten angreifen oder ins Ziel nehmen darf und so weiter und so weiter. Das war einer der ersten Winkel, von der wir das angegangen sind als ICAN, dass wir die Staaten dazu zwingen können, sich Nuklearwaffen auf eine andere Art zu betrachten, dass man sie nicht als abstraktes Konzept sieht, sondern etwas, das eine Rolle in der Theorie der Abschreckung spielt und diese Gedankenspiele, wir haben so viele Nuklearwaffen und deshalb werde ich nicht angreifen, sondern sie wirklich als physische Geräte, als Maschinen in der realen Welt zu betrachten und dass die darauf ausgelegt sind oder auch optimiert sind, möglichst viele Menschen zu töten. Und das ist genau das, was sie sind, also wirklich sie als physische Maschinen zu begreifen, die Teil der physischen Realität sind und so auch deren Konsequenzen klarzumachen. Das war auch ein guter Start, diese Kooperationen zu starten, dass man zum Beispiel Hilfe von der Roten Kreuzgesellschaft, die Ärzte ohne Grenzen, Greenpeace, Amnesty und so weiter, viele Menschenrechtsorganisationen, Oxfam, wirklich als Unterstützer gewinnen konnte, um so eine stärkere Lobby zu schaffen, um diesen Nuklearwaffenbann durchzusetzen. Dann natürlich Kooperation mit Staaten. Man kooperiert mit allen Staaten, die deine Idee unterstützen. Das heißt, man geht rum mit Listen, mit allen Staaten, die Mitglieder der UN sind, und man hakt sie einfach einen nach dem anderen ab, weil man so viele wie möglich haben möchte. Also dann ist es auch relativ egal, was für ein Regierungssystem sie haben. In den meisten Fällen weißt du es nicht mal. Also es gibt irgendwie 193 UN-Staaten und man macht sich da nicht immer Gedanken, was sie gerade so tun. Aber die Staaten, mit denen wir wirklich tief Kooperationen haben, sind zum Beispiel Österreich. Österreich war unser Vorreiter für diesen Bann. Dann Norwegen, die Schweiz, Mexiko, Südafrika, Brasilien, Argentinien, Indonesien. Das waren so diese Staaten. Also keine offensichtlichen Tyrannen. Die eine, über die ich viel nachdenken muss, ist Kasachstan. Sie hassen Nuklearwaffen wirklich. Sie hatten eine Menge Tests während der Zeit der Sowjetunion. Eine Menge verstrahltes Gebiet, eine Menge Zivilisten in Kasachstan haben starke Deformationen und es gibt viele Opfer der Atomtests in Kasachstan. Und für die ist das eine Möglichkeit, sich international in der Gemeinschaft als progressiv hinzustellen, etwas Menschenrechtliches zu unterstützen. Sie haben Nuklearwaffen abgegeben, die in Kasachstan noch herumlagen, als die Sowjetunion sich aufgelöst hat. Sie waren also theoretisch noch Nuklearstaat und haben die Waffen dann zurück an Russland gegeben. Sie haben also hier so ein bisschen die moralische Überlegenheit. Sie haben das Richtige getan. Sie sind ein Opfer von Nuklearwaffen und versuchen das jetzt auch als politisches Kapital zu nutzen, um sich selbst zu greenwashen. Also auf der einen Seite natürlich legitim für sie, das zu tun. Sie haben viel gelitten unter Nuklearwaffen, aber auch ein bisschen problematisch, so eine Regierung dabei zu sehen, wie sie das herausposaunt und dieses Thema vielleicht aus den falschen Gründen unterstützt. Aber sie haben den Vertrag schon unterzeichnet und werden also weiter in unserem Sinne handeln. Und wenn es darum geht, auf die Nuklearstaaten Druck auszuüben, dann ist es tatsächlich nicht so wichtig, ob das Demokratien sind, die es unterstützen oder nicht. Wir brauchen so viele Staaten wie möglich. Und wir brauchen natürlich auch die Nuklearstaaten, die keine Demokratien sind. Also das Argument, Demokratien werden davon überzeugt werden, von diesem Wischiwaschi hier, Nuklearwaffen sind gefährlich. Ich glaube, das stimmt nicht. Auch Diktatoren möchten gerne überleben. Sie können auch rational sein und strategische Situationen bewerten können, je nachdem, wie die Situation ist.
Wenn man sich also China anschaut, sie haben nur 300 Nuklearwaffen, während die USA, eine Demokratie, 8000 hat. Das macht keinen Sinn, das ist komplett irrational. Und trotzdem ist das, ja, das, wo wir stehen. Deshalb glaube ich tatsächlich, ja, man muss auch mit allen arbeiten. Natürlich ist es viel einfacher, an Demokratien zu arbeiten. Mit China hatten wir nicht mal einen Partner in China, weil man keine Kampagne für Abrüstung in China starten kann. Man würde sofort verfolgt werden. Also es ist ziemlich schwierig, würde ich sagen. Gibt es noch mehr Fragen? Danke, dass du mir zuhörst. Also in meinen Augen klingt es so, ein Mitglied von NATO zu sein, hat ja einen großen Einfluss darauf, ob man sich für nukleare Entwaffnung einsetzt. Und ich frage mich, wie ihr von ICAN direkt oder indirekt mit der NATO kommuniziert, über diese Konferenzen hinaus, die in Genf oder New York passieren. Ja, danke. Ich bin der Typ in Brüssel, der ICAN vertritt, der auch viel mit den NATO-Sachen zu tun hat, der zu den Treffen geht, wenn man irgendwen da in der Stadt treffen kann. Und ich muss zugeben, wir haben bisher noch nicht so wirklich viele Verbindungen mit der NATO offiziell eingehen können und auch nicht so stark vertreten auf NATO-Konferenzen. Aber es wird besser. Ein Teil unserer Partnerorganisationen, die wir seit ein paar Jahren haben, haben sich da Dokumente erarbeitet, Analysen erarbeitet, die darlegen, dass es für die NATO eigentlich kein Problem sein sollte, weil sie durch die strategische Position ein bisschen Flexibilität haben. Und jetzt seit dem Friedensnobelpreis macht es einen riesigen Unterschied. Es ist viel einfacher, diese Kontakte zu bekommen. Plötzlich werden wir auf NATO-Konferenzen eingeladen, um dort zu sprechen. Wir waren auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar in München, was ein bisschen komisch ist. Super viele Sicherheitspolitiker lieben Nuklearwaffen und plötzlich müssen sie uns einladen, um dort aufzutauchen und quasi ihre Party zu crashen und ihnen zu sagen, hey, Nuklearwaffen sind scheiße. Also das ist insofern gut. Es ist nicht immer Spaß, diese Konferenzen zu besuchen, aber es ist gut, hinzukommen und denen die Version zu erzählen, die die Mehrheit der Staaten der Welt unterstützt. Jetzt gab es den NATO-Gipfel in Brüssel, ihre Konferenz da, und auch da sind wir eingeladen. Wir konnten unsere Positionen, was diese Sachen angeht, da nochmal darlegen und die Diskussion, die sie hatten, anreichern, sodass sie auch die andere Seite hören können. In privaten Gesprächen sind, glaube ich, die meisten Diplomaten der Meinung, dass in 5 bis 15 Jahren ein Drittel oder die Hälfte der NATO-Staaten wahrscheinlich diesem Vertrag auch beitreten wird. Ich stimme also zu, dass die NATO das größte Problem für diese Staaten ist und dass diese NATO-Mitgliedschaft auch einen starken Einfluss auf ihr Verhalten im Abrüstungsvertrag hat, weil in den ersten Absätzen schon steht, na gut, man darf Nuklearwaffen nicht erhalten und auch keine geben. Das heißt aber zum Beispiel, dass die Türkei oder Deutschland da sofort schon Verletzungen wären, weil sie natürlich US-Atomwaffen stationiert haben. Und naja, sie nicht weitergeben ist nicht das gleiche wie Abrüstung. Also es gibt einige Logikfehler, sie behaupten, dass man mit dem Atomwaffensperrvertrag nicht alles verhandeln kann, aber es sind sowieso nur 5 von 9 Nuklearstaaten überhaupt unterzeichnet dieses Vertrages. Wer kommt als nächstes? Welche Fragen gibt es noch? Keine Fragen mehr. Okay, Leo, keine Fragen mehr. Dann vielen Dank dafür und ich glaube, das ist dein Applaus. Ich habe noch vergessen zu sagen, es gibt auch noch viel Informationsmaterialien hiervon. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr euch zum Beispiel beim deutschen Chapter von ICAN engagieren könnt und wenn ihr noch mehr mit anderen ICAN-Leuten reden wollt, hier ist noch jemand, sie ist auch auf dem Board von ICAN Deutschland und genau, wir bleiben noch etwas hier und werden noch etwas hier rumhängen und sind sehr